Hallo, Lessons at Home. Heute ein bisschen Alltagschemie, nämlich die Chemie von Natron, ein Beispiel dazu und ein wunderschönes Experiment, das ihr auch nachvollziehen könnt. Los geht's! Okay, was brauchen wir für das Experiment durchgeknallte Base? Wir brauchen das Salz einer schwachen Säure. Hier brauchen wir das Salz der Kohlensäure, das Natriumsalz der Kohlensäure, bekannt als Natron. Chemische Formel: Natriumhydrogencarbonat. Außerdem brauchen wir eine Säure, die stärker ist als die Kohlensäure, sodass die Säure, jetzt kommt sie ins Spiel, Essigessenz, das ist 20%ige Essigsäure, diese Verbindung, dieses Salz der Kohlensäure aus der Verbindung treibt. Dann wird die Kohlensäure frei. Und das geschieht jetzt in diesem Gefäß. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr analoge Fotografie noch kennt. Da sind Film, das ist eine Filmdose, da war ein analoger Film drin. Sehr wertvoll, kriegt man heute nicht mehr. So, und da kommt jetzt erstmal die Base rein, das Natriumhydrogencarbonat. So. Zwei Spatel reichen davon. So. Die entwickelt ohne Wasser erstmal überhaupt nichts. Keine Wirkung. Erst in Wasser entfalten Säuren oder Basen ihre Wirkung. Jetzt kommt das Wasser ins Spiel. Wie gesagt, 20%ige Essigsäure, also 80 Gramm Wasser, 20 Gramm Essigsäure auf 100 Gramm. Und wenn man die mischt, geht es dann ganz schnell. Also wenn ich jetzt das Kohlensäuresalz mit der Essigsäure konfrontiere, dann vertreibt die Essigsäure die Kohlensäure aus ihrer Verbindung. Und das sieht dann so aus. Achtung. Und jetzt beherzt den Deckel drauf. Das Ganze umgedreht. So, ich habe das Experiment die durchgeknallte Base genannt. Warum? Weil eine Base beteiligt ist und weil es knallt. Wir fangen mal mit der Base an. Also erstens, die Base ist Natron. Die offizielle Formel von Natrium ist Natriumhydrogencarbonat. So, ohne Wasser entwickelt eine Base überhaupt keine Wirkung, sondern erst im wässrigen System das liefert. Im zweiten Nachgang sozusagen, wenn wir die beiden Komponenten zusammenmischen, die Essigsäure, die ist ja nur 20%ig, das heißt 80% davon ist Wasser. Also löst sich im ersten Schritt in Wasser die Base Natriumhydrogencarbonat. Sie dissoziiert zu Natriumionen und zu Hydrogencarbonationen. Die Hydrogencarbonationen sind die eigentlichen Basen. So, ich mache mal, habe ich mir so angewöhnt, negative Ladungen blau und positive Ladungen rot, weil das bei Gleichstromquellen genauso ist. So, nächster Schritt. Jetzt kommt die Säure dazu. Die Säure ist Essigsäure. Die Essigsäure hat diese Formel CH3COOH, aber die Summenformel ist nicht so aussagekräftig wie die Strukturformel. Das ist die Essigsäure. Ich zeichne die hier mit 120 Grad Winkel. Das ist immer der Fall bei einem Kohlenstoff oder überhaupt ein anderes Element der ersten Achterperiode. SP2 hybridisiert ist, schaut euch dazu gerne meine Hybridis-Molekül-Orbital-Videos an. So, Essigsäure. Und diese Essigsäure hat hier ihren sauren Wasserstoff, der reagiert mit der Base. Die zeichne ich jetzt praktischerweise gleich mal richtig rum an. Also hier ist die negative Ladung am Sauerstoff und der Rest gehört zum Hydrogencarbonation noch dazu. Zeichne ich jetzt mal eben und jetzt kommt schon mal zur Anschaulichkeit an dieser Lewis-Strukturformel dieser Wasserstoff hierher. Das wird gleich noch eine Rolle spielen. Jetzt kommt es zum Protonenübergang. Das geht ganz schnell. Die Säure spaltet hier ein positives Proton ab und das
dockt an der negativen Ladung hier an. Klassische Säure-Base-Reaktion. Also hier hätten wir die Säure und hier haben wir die Base. Okay, nachdem die beiden miteinander reagiert haben, also die Base das Proton akzeptiert hat, haben wir folgende Reaktionsprodukte aus der Säure. Der Essigsäure wird das Säurerestion der Essigsäure, das ist das Acetatium. Ich kann das ganz einfach als Strukturformel zeigen, indem ich hier einfach den Wasserstoff, also das Proton, weglasse. Und ich erhalte die zur Essigsäure korrespondierende Base Acetation. Okay, und jetzt kommen wir zur korrespondierenden Säure der Base Hydrogencarbonat. Das ist die Kohlensäure. Hier ist der Kohlenstoff. Der Kohlenstoff ist auch SP2 hybridisiert und trägt diesen doppelt gebundenen Sauerstoff und zwei Hydroxylgruppen, die ich jetzt so um die Ecke zeichne. So, und jetzt stellen wir uns vor, das hier ist also die Kohlensäure. Ich kann mal das Summenformel so schreiben, H2CO3. So, eine konzentrierte Kohlensäure, also so viel Kohlensäure in dem bisschen Wasser, was da drin ist, ist gar nicht löslich. Die Kohlensäure zerfällt deswegen zu Wasser und Kohlendioxid. Das Wasser ist fast schon vorgebildet, so geschickt, wie ich das angeordnet habe. Nämlich, wir stellen uns vor, hier würde dieser Wasserstoff an diese Bindung gehen. Ich füge das mal in einem Rahmen zusammen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass daraus Wasser wird. Dieser Wasserstoff ist dieser. Und was übrig bleibt, ist C, doppelt gebunden O. Und wenn wir das hier rüberklappen, kriegen wir tatsächlich C, doppelt gebunden O und doppelt gebunden O. Und das hier ist nichts anderes als Kohlenstoffdioxid, CO2. Und wie ihr wisst, ist Kohlenstoffdioxid bei normaler Temperatur ein Gas und dieses Gas entsteht. Man sieht es ja auch heftig schäumen, wenn man die Essigsäure auf das Natriumhydrogencarbonat gibt. Jetzt kommt der Deckel drauf, das heißt, er sperrt das entstehende Kohlenstoffdioxid ein. Das dehnt sich aus, füllt die Filmdose aus und schließlich macht es plopp. Und das Kohlendioxid hat den Deckel abgesprengt von dieser Filmdose und das war's im Prinzip. Also wir haben eine Reaktion, Fazit, zwischen dem Salz einer schwachen Säure, Kohlensäure, und einer etwas stärkeren Säure. Die ist auch nicht sehr stark, aber doch viel deutlich stärker als die Kohlensäure. Die Essigsäure, die stärkere Säure, treibt die schwächere Säure aus ihren Verbindungen. Das ist so ein Grundsatz, das gilt eigentlich immer nach Brønsted. Und das heißt in diesem Fall, dass die Essigsäure in die Rolle des Hydrogencarbonations schlüpft, indem sie ihr Acetation herstellt. Das Proton wandert zum Hydrogencarbonation, löst es sozusagen ab. Das ist eine klassische Säure-Base-Reaktion. Es entsteht die Kohlensäure als korrespondierende Säure zum Hydrogencarbonation, die wiederum in einer Folgereaktion zerfällt. Ich könnte also hier tatsächlich drittens schreiben zu Kohlendioxid und Wasser. Das Kohlendioxid schließlich führt die kleine Explosion herbei. Das war's für heute. Das war Säure-Base-Theorie nach Brønsted, die durchgeknallte Base. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier geht's zu weiteren Videos, die ich hochgeladen habe. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Das würde mich freuen. Tschüss.